Hallihallo, meine Lieben. Ich habe wieder neuen Stoff bekommen für ein Video. Ich muss mich beherrschen, dass ich nicht wütend werde, dass es hier kein reines Wutvideo wird. Es geht um die neuen Regelungen im Straßenverkehr, die unter anderem Radfahrer und Fußgänger schützen soll. Und die bösen, bösen Autofahrer werden zur Kasse gebeten in Zukunft. Ich habe das mal kurz hier zusammengefasst. Ich habe mir was aufgeschrieben. Und zwar ist es so, es gibt noch keinen festen Termin für die Änderung, aber es soll so schnellst wie möglich umgesetzt werden. Also zukünftig erwarten Falschparker fette Strafen, sei es jetzt zweite Reihe Parker. Ich meine, das nervt mich auch tierisch, aber oder wenn man sonst irgendwie wahrscheinlich im Halteverbot steht oder vielleicht auch mit der Parkuhr ein bisschen drüber ist, man weiß es nicht. War ja vorher 15 Euro. Ich kann mich sogar noch erinnern. Das war aber, weil ich glaube ich mit dem Parkschein drüber war. Da kann ich mich entsinnen. Anfang 2000 war das. Da waren das mal 5 Euro, die ich bezahlt habe. Ja, so als Strafe, so als kleine Ermahnung. Ne? Sie stehen hier schon zu lange. Und dann hat sich das ja drastisch erhöht. Das waren ja jetzt immer so 15 Euro und das soll bis auf 100 Euro erhöht werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, das gilt fürs Halten auf Schutzstreifen für Radfahrer, also auf Radwegen, die mit gestrichelter weißer Linie auf die Straße gemalt sind. Bisher durfte man 3 Minuten parken. Jetzt ist es tabu. Und es gibt sogar einen Punkt in Flensburg dafür. Yay! Das macht Spaß. Falsch parken an unübersichtlichen Stellen kann statt 15 Euro künftig 35 Euro kosten. Wenn man auf Schwerbehindertenparkplätzen steht, hat das vorher 35 Euro gekostet. Jetzt sind es 55 Euro. Ich meine, da hat man sie einfach nicht raufzustellen, ne? Aber ich finde da 35 Euro so als Strafe völlig ausreichend. Ja, das soll auch ein bisschen wehtun, aber das gleich auf 55 Euro zu erhöhen, finde ich einfach, ist reine Abzocke. Dann geht es natürlich noch fleißig weiter. Rettungsgasse muss man natürlich frei machen. Ist ja klar, ne, dass der Rettungsdienst da durchfahren kann. Dieselben Folgen, also wenn man das nicht tut, wenn man den Rettungsdienst daran behindern sollte oder halt die Rettungsgasse nicht frei macht, aus welchen Gründen auch immer, soll das in Zukunft dieselben Folgen haben, wie wenn man unerlaubt durch eine Rettungsgasse fährt. Es droht ein hohes Bußgeld zwischen 200 und 320 Euro und ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Also, ich weiß nicht, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, Abstand, also in Zukunft soll auch ein größerer Abstand zu Radfahrern gehalten werden. Innerorts mindestens 1,50 Meter, außerorts 2 Meter. LKW über 3,5 Tonnen sollen beim Rechtsabbiegen innerorts nur noch Schritttempo fahren. Ja, das wird spannend. Vor allem, weil es ja auch an den Ampeln immer so viele Grünphasen gibt, ne? Also, es ist so krass. Also, hallo? Bis der dann rüber ist über seine Ampel da, dann ist schon wieder längst rot und dann ärgern sich die wahrscheinlich hinter dem doch erst recht, dass die jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinterher flutschen können. Also, ich weiß nicht. An gefährlichen Stellen kann ein neues Schild, wir haben ja noch nicht genug Schilder hier in Deutschland, Autos und LKWs das Überholen einspuriger Fahrzeuge verbieten. Vor Kreuzungen und Einmündungen mit Radwegen, geht ja fleißig weiter, gilt auf bis zu 8 Meter, 8 Meter ein Fahrverbot, um die, ne, Parkverbot, nicht Fahrverbot, Quatsch, ein Parkverbot, um die Sicht zu verbessern. Künftiger Grünpfeiler, ne, man konnte ja, wenn grüner Pfeil ist, kann man ja auch als Autofahrer rechts abbiegen, man muss natürlich erst halten und gucken, bla bla, und dann erst losfahren. Künftig soll es diese grünen Pfeile auch für Radfahrer geben. Und man überlegt sogar ganze Fahrradstraßen und Fahrrad einzurichten. Diese sollen aber dann nur mit Tempo 30 befahrbar sein. Ne? Wird lustig. Zukünftig ist es auch so, dass man, wenn man bereits 21 km/h zu schnell ist, gibt es 1 Monat Fahrverbot und unnötige Lärm- und Abgasbelästigung
Kosten jetzt bis zu 100 €, vorher waren es nur 20 €. Das ist jetzt mal so das Gröbste zusammengefasst. Also, ich habe den Artikel durchgelesen und mir war sofort klar, das geht doch bestimmt wieder auf Kappe von links-grün. Ganz klar sollen hier die Autofahrer immer mehr, ich sag mal, na, bestraft werden, gefoppt werden, weil sie ja die bösen Autofahrer sind, die Mitschuld am Klimawandel sind. Ja, was anderes ist das nicht. Es geht hier nicht um Schutz vor irgendwelchen Fahrradfahrern oder Fußgängern. Ich meine, ich sehe beide Seiten. Ich bin als alles drei auch unterwegs, ja, sowohl als Fahrradfahrer, Fußgänger und auch Autofahrer. Und ich muss sagen, dass nicht nur die bösen Autofahrer diejenigen sind, die vielleicht, ne, mal irgendwie unüberlegt fahren oder die am Fahrradfahrer mal umbügeln. Die Fahrradfahrer sind nämlich auch häufig die, die einfach nicht aufpassen, die wieder nach rechts und nach links gucken, die sie wahrscheinlich denken, ach, der wird schon auf mich aufpassen, der hat ja eine Bremse, ne? Die am besten dann noch einen Stöpsel im Ohr haben, die Musik hören, die wahrscheinlich noch nicht mal einen Hupen oder sowas hören würden. Die sollen geschützt werden. Es ist natürlich nur der böse Autofahrer schuld, der die Fehler macht. Der Fahrradfahrer hat nie schuld. Ja? Das finde ich auch so unmöglich, dass wenn ein Unfall passiert zwischen Fahrradfahrer und Autofahrer, höchstwahrscheinlich immer der Autofahrer die Schuld kriegt. Und das ist einfach unfair, weil es gibt wirklich fahrlässiges Verhalten auch seitens der Radfahrer oder auch Fußgänger. Da kriege ich auch jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich mit Auto unterwegs bin. Die meinen, ach, das schaffe ich noch, ich flutsch mal noch schnell über die Straße rüber. Ja, das ist keine kleine Nebenstraße oder so, das ist dann die Hauptstraße, ja, wo sie dann meinen, ach, das schaffe ich noch. Und da kriege ich jedes Mal echt einen Anfall. Das macht mich wütend. Ja? So. Naja. Das ist ganz klar, dass, wie gesagt, das Autofahren soll immer unbequemer werden. Es soll uns immer schwieriger gemacht werden, Auto überhaupt zu fahren. Ja, der Sprit wird teurer, ja, die Bußgelder erhöhen sich. Da habe ich in der Gruppe, es hat eine Freundin in einer WhatsApp-Gruppe reingestellt und ich habe mich da halt natürlich drüber geärgert und da stellt sie nur die Frage, hä, warum denn? Ich denn, warum? Das fragst du mich aller Ernstes, warum ich mich über sowas aufrege? Findest du das jetzt gut, dass sowas passiert? Ja? Du, sie ist selber Autofahrerin. Sie hat zwar kein festes Auto, sie kriegt immerhin wieder ein Auto von Freund ausgeliehen, mit dem sie dann fahren kann. Das würde sie ja selber dann auch irgendwann betreffen. Ja? Das ist so, wo ich frage, wo ich mir denke, wie kannst du sowas gut finden? Ja, wie kann man seine eigene Beschneidung am besten noch beklatschen? Ne? Und ich sag mal so. Irgendwo muss ja das Geld für die ganzen Einwanderer herkommen, oder? Also, und wo nehmen sie es? Sie nehmen es von uns natürlich, ja, indem sie halt alles Mögliche erhöhen. Die Lebenshaltungskosten werden immer erhöht, die Spritpreise erhöhen sich, CO2-Steuer wird eingeführt und jetzt auch noch die ganzen Bußgelderhöhungen hier. Logo. Von uns armen Deutschen kann man es ja nehmen, nicht wahr? Die normale Durchschnittsfamilie weiß heutzutage kaum noch, wie sie sich überhaupt ernähren soll, wie sie sich über Wasser halten soll. Am besten noch, wenn Kinder mit eingebunden sind. Die kommen gerade so über die Runden. Aber es wird alles erhöht. Macht's, macht's. Ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Ich wollte euch das auf jeden Fall, ja, das nicht vorenthalten, was auf uns zukommen wird. Ja, aber trotz der ganzen Verbote, ihr könnt uns die Autos wegnehmen. Das Gute ist, der Deutsche wird sich das Autofahren trotzdem nicht verbieten lassen. Auch wenn es alles schwerer uns gemacht wird, aber ich bin gespannt, wann wir endlich mal zusammen einstehen und den ganzen Quatsch einfach nicht mehr mitmachen. Ja, das waren meine Gedanken für heute. Es ist echt krass, es ist echt heftig, es macht mich wütend, sowas. Und für mich klingt das eigentlich nur noch mehr Chaos. Also wenn sie da diese ganzen Fahrradstraßen und so einführen, macht das mal in so einer Hauptstadt wie Berlin oder große Städte, ja, wie München, Hamburg und so weiter. Das wird echt lustig. Ja, bin gespannt. Könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, was ihr von diesen ganzen Verordnungen jetzt haltet? Also ich finde es ein Unding. Für mich ist es, wie gesagt, eine reine Abzocke, nichts weiter. Die brauchen wahrscheinlich wieder irgendwie Geld. Ne, um unsere Flüchtlinge über Wasser zu halten. Ich habe keine Ahnung, aber es ist einfach ein Ding, was nicht angehen kann.
Okay, ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.